Jetzt geht es auch direkt weiter mit dem ersten Programmpunkt, der für circa eine Stunde angesetzt ist. Wir sprechen über Mädchenfußball zwischen den Ländern. Mädchen zum Fußballspielen zu begeistern, ist nach wie vor keine leichte Sache. Allerdings haben verschiedene Länder auch verschiedene Projekte gestartet, um den Fußball attraktiver zu gestalten. Wie sich diese Ansätze international unterscheiden und vor welchen Herausforderungen die jeweiligen Initiativen stehen und auch die jeweiligen Länder sind, wird in diesem Panel diskutiert. Mit dabei haben wir Jana Heide und Jessica Grassmann vom Berliner Fußballverband in Berlin. Beide haben ein Studium in Sportmanagement absolviert und erste Berufserfahrungen im Berliner Fußballverein sammeln können und sind seit Anfang diesen Jahres regionale KoordinationsleiterInnen im Projekt Alle kicken mit und befinden sich in der qualitativen Weiterentwicklung des Projektes. Hallo Jana, hallo Jessica. Hallo. Hallo auch von mir. Dann freue ich mich auch herzlich, Marlies Tichy aus Wien begrüßen zu dürfen. Marlies hat mit 10 Jahren begonnen, im Verein zu spielen. In der Schulzeit arbeitete sie als Übungsleiterin beim Mädchenfußballprojekt Kick mit. Heute spielt sie mit 24 Jahren in der zweiten Frauen-Bundesliga. Und seit Dezember 2020 ist sie Projektkoordinatorin von Kick mit, welches junge Mädchen mit erschwerten Ausgangssituationen über den Sport Fußball stärkt. Hallo Marlies, ich freue mich sehr, mehr über dein Projekt auch zu erfahren. Hallo. Als nächstes freue ich mich ganz herzlich, Anna Winkler von Safe Hub begrüßen zu dürfen. Anna ist die Koordinatorin des Fußball- und Bildungsprogramms Girls Hub und setzt sich ein für inklusivere Sportstrukturen und gleichberechtigtere Zugänge zu Sportaktivitäten. Hallo Anna. Hi, freue mich dabei zu sein. Wir freuen uns auch. Und ich freue mich, Pascal Pauli aus Zürich begrüßen zu dürfen. Pascal ist Sozialpädagoge und Gründer einer Straßenfußballliga für Kinder und Jugendliche. Und diese Straßenfußballliga wurde erfolgreich erweitert auf 11 Städte und verfolgt auch einen Ansatz zur Mädchenfußballförderung, der auf Kooperation zwischen Schule und Fußballverein basiert und jetzt vom Schweizerischen Fußballverband ins Programm integriert wurde. Hallo Pascal. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Und last but not least freue ich mich auch, Hannes Tetz begrüßen zu dürfen. Hannes ist hauptamtlicher Leiter des bundesweiten Mädchenfußballprogramms Futbalo Girls hier in Deutschland. Futbalo Girls verfolgt die klare Vision, möglichst vielen Mädchen Zugang zum Fußball zu ermöglichen und ebenso junge Frauen zu empowern. Hallo Hannes. Hallo, danke für die Einladung. Ja, danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich würde sagen, wenn ich mir diese Projekte alle so anhöre, dann würde ich sagen, ist der Mädchenfußball auf einem extrem guten Weg. Vielleicht erzählt jeder einmal kurz 1-2 Punkte zu euren jeweiligen Projekten. Starten wir doch mal mit den Futbalo Girls. Ja, im Prinzip kann ich auf ganz viele Punkte schon, die ihr in eurer Anmoderation genannt habt, auch schon zurückgreifen. Nur in einem Punkt würde ich widersprechen, und zwar, Yolanda, hattest du gesagt, Mädchen lassen sich nicht so einfach für Fußball begeistern. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich das Einfachste in unserem Programm. Das Schwierige ist halt nur, nachhaltige Strukturen aufzubauen, sodass die Mädchen auch eine langfristige Perspektive im Sport haben. Und wir finden es generell halt ungerecht, dass
Mädchen und auch Jugendlichen der Zugang zum Fußball verwehrt bleibt und verwehrt ist, auch aktuell in Deutschland. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, diese Barrieren zu durchbrechen und machen das, indem wir besonders für benachteiligte Kinder niederschwellige Angebote direkt in den Sozialräumen anbieten und damit einfach den Einstieg in den Sport erleichtern und auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Und außerdem möchten wir dann so im Sinne des Empowerment-Ansatzes auch positiv zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen, indem wir auch junge Frauen qualifizieren und sie vor allem motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren und dann bei uns auch im Programm aktiv zu werden. Und so machen wir das in ganz vielen verschiedenen Städten mit vielen PartnerInnen zusammen und können so bisher stolz schon auf eine Zahl blicken, dass wir seit 2010 über 30.000 Mädels bewegt haben. Herzlichen Glückwunsch, das hört sich echt gut an und schön, dass es einfach ist, die Mädchen zum Fußballspielen zu begeistern. Wir sprechen definitiv gleich nochmal über das Thema nachhaltige Strukturen aufsetzen. Ich würde ganz gerne einmal von Girls Hub hören, wie welcher Ansatz dort verfolgt wird mit eurem Projekt. Genau, also bei uns ist es ein bisschen ähnlich eigentlich. Also wir kommen ja auch nicht aus dem organisierten Sport, sondern sind ja ein sozialer Träger und nutzen eigentlich den Sport für ganzheitliche Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir wollen auch niedrigschwellige Sportangebote schaffen, also auch speziell Fußballangebote, aber wir sind auch nicht nur auf den Fußball beschränkt und wollen darüber hinaus eben auch allen Mädchen, jungen Frauen, jetzt im Berlin-Wedding in dem Fall, Teilhabemöglichkeiten und Zugangsmöglichkeiten bieten und gehen da auch verstärkt in Kooperation mit Schulen, weil wir auch sehen, dass eben, es wurde ja auch gestern schon angesprochen, dass einige Mädchen und Jugendliche vielleicht nicht so erreicht werden können durch die Vereinsarbeit oder dass da der Zugang ein bisschen schwieriger ist und wir versuchen dann wirklich direkt in die Schulen zu gehen oder auch Kooperationen mit Jugendzentren und so weiter einzugehen, um dahin zu gehen, wo die Mädchen und jungen Frauen auch tatsächlich sind und sie dann darüber quasi zu begeistern für den Fußball, vielleicht erste Berührungspunkte zu schaffen, dass sie dann bei uns in einem kostenlosen Programm erstmal niedrigschwellig teilnehmen können und wollen dann darüber hinaus, wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Kooperation mit dem Moabiter FSV, auch mit einem Frauensportverein in Berlin, dass man sie dann darüber hinaus auch an den Sportverein anbinden kann. Vielen Dank für diesen Einblick in Girls Hub. Vielleicht nochmal eine Rückfrage dazu. Du hast jetzt erwähnt, das ist in Wedding und mit Ausblick, dass das auch in Moabit sein wird. Wieso ist das noch nicht berlinweit oder sind das die Ambitionen, dass das berlinweit sein wird? Im Moment ist es so, also Safe Hub ist ja an sich, stammt aus Südafrika oder wurde in Südafrika entwickelt, das Projekt, sage ich mal, Safe Hub. Und Safe Hub sind physische Orte, die geschaffen werden sollen, an denen Fußball und Sport und Bildungsprogramme zusammenkommen. Und im Moment ist das große Projekt eben so ein Safe Hub in Berlin-Wedding zu errichten. Das heißt, da sind wir gerade dabei, zu starten mit dem Bau. Und in 2023 soll dann wirklich auch so ein Sportbildungscampus da sein in Wedding. Und natürlich, in der Zukunft ist natürlich gewünscht, dass das auch berlinweit ist oder sogar deutschlandweit. Aber da ist natürlich, sind wir auch erst am Anfang in Deutschland und hoffen, dass es gut angenommen wird. Aber wir sind auch, in Wedding, aber halt auch in den angrenzenden Stadtteilen. Das heißt, die Mädchen können auch so zu uns kommen, beziehungsweise wir versuchen, in die Stadtteile reinzugehen. Okay, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wenn wir später nochmal tiefer reingehen, weil Wedding ist ja auch eines der Bezirke mit der höchsten Dichte an Personen mit Einwanderungsgeschichte und einfach da nochmal zu verstehen, wie da gewisse Dynamiken auch bei Girls Hub und Safe Hub zu Trage kommen. Aber da können wir ja gleich nochmal zusprechen. Ich würde ganz gerne einmal den Blick richten nach Zürich. Pascal Pauli, du bist Sozialpädagoge und Gründer einer Straßenfußballliga, die auch diesen Ansatz hat, Mädchenfußball zu fördern. Ihr seid recht schnell und gut und groß auch gewachsen und mittlerweile integriert im Schweizerischen Fußballverband.
Erzähl uns doch mal nochmal, wie es dazu gekommen ist und wo die Reise, wo ihr gerade auf eurer Reise seid. Ja, ich muss ganz kurz den Platz wechseln. Ich hatte ein bisschen Verbindungsprobleme. Ich hoffe, ihr hört mich und Verbindung steht. Genau, also wir sind noch lange nicht am Ziel. Genauso entstanden ist eigentlich die Idee, weil wir eben Straßenfußballaktivitäten angeboten haben und festgestellt haben, dass eigentlich immer weniger, nicht viele Mädchen teilnehmen, sondern vor allem die Knaben da mitspielen und Mädchen eher dann als die Zuschauerrolle, Zuschauerinnenrolle übernommen haben. Und im Gespräch haben wir dann erfahren, sie wollen unter sich spielen. Und das war so im Jahr 2015 und parallel kam dann auch so vom Fußballverband her die Rückmeldung, dass der Mädchenanteil sehr klein ist. Und wir haben dann wie versucht, wenn wir ein Mädchenangebot machen oder eine Initiative für Mädchen, dass wir gerade schauen, wie können wir auch den Fußballverband oder die Fußballvereine stärken damit. Also wir sind auch ein Anbieter von Freizeitaktivitäten und haben auch immer gefunden, wenn wir jetzt schon etwas machen, dann schauen wir, dass wir da kooperieren können. Und haben den Ansatz dann gewählt, Mädchen zu begeistern, an Turnieren, an Mädchenturnieren teilzunehmen und sie über Schnuppertrainings dann an die Fußballstrukturen, Vereinsstrukturen heranzuführen. Und dann wurde das noch ergänzt mit Fußballkursen, die in der Schule angebunden sind. Also wir haben in der Schweiz die glückliche Situation, dass wir eine große Struktur haben von freiwilligen Schulsport. Das ist die Möglichkeit von Schulen, nach der Schule oder über die Mittagszeit Sportkurse anzubieten, kostenlos für alle Kinder. Und das haben wir dann so genutzt, um Fußballkurse für Mädchen dort zu integrieren. Und so erreicht man sehr schnell viele Mädchen, die unter sich spielen können und dann langsam das Interesse am Fußball gewinnen können. Und so haben wir das so jetzt 2 Jahre erprobt. Also unser Verein hatte immer die Idee, Ideen zu erproben und dann die Erkenntnisse weiterzugeben. Und jetzt haben wir mal den ersten Schritt geschafft, dass der Fußballverband sich von diesem Ansatz begeistern ließ und das jetzt in sein Mädchenförderungsprogramm aufgenommen hat. Und so haben wir vor einem halben Jahr uns diese Erkenntnisse weitergegeben. Und für uns ist eigentlich jetzt die Reise so beendet und wir begleiten jetzt den Verband in der Weiterführung. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal für diesen wichtigen und großen Meilenstein. Der Blick nach Wien, Österreich, Malis. Erzähl du uns doch gerne mal mehr über dein Engagement bei dem Mädchenfußballprojekt Kick mit. Ja, hallo. Auch von meiner Seite aus Wien, wie schon gesagt. Das Projekt Kick mit ist mehr oder weniger das Fondant-Projekt von den Footballer Girls, wo der Hannes heute da ist, in Österreich. Wir sind mittlerweile in 4 Bundesländern, also eben in Wien, wo ich bin gerade, Salzburg, Vorarlberg und auch Niederösterreich. Und wir sind eben mit dem Slogan von Mädchen für Mädchen, sind wir ein starkes Fußballprojekt, gerichtet an Mädchen und junge Frauen mit erschwerten Ausgangsbedingungen. Gepaart mit Bildung ist unser Hauptansatz eben Bewegung. Wir integrieren weitere Aspekte wie Integration, Anerkennung, nachhaltige Entwicklung und natürlich auch vor allem Empowerment. Und wir schaffen einfach einen barrierefreien Zugang, indem wir unser Angebot direkt in dem gewohnten Umfeld der Teilnehmerinnen anbieten, also in den Schulen vor Ort, wo sie sich auskennen, bilden wir quasi auch einen geschützten Rahmen, nur für Mädchen, und setzen Vorbilder ein, in Form von Übungsleiterinnen und Assistenzcoaches, um sie dabei zu unterstützen, Eigenschaften wie Selbstvertrauen oder auch Bewusstseinsstärkung durch eben den Sport Fußball zu erwerben. Vielen, vielen Dank, Malis, und auch ein ganz wunderbares Projekt. Jana und Jessica, ihr beiden seid beim Berliner Fußballverband und seid da in der regionalen Koordination von dem Projekt Alle kicken mit. Erzählt uns doch mal, was wir uns unter diesem Projekt vorstellen können.
Tatsächlich noch kurz die Änderung. Wir sind in der Projektleitung seit 21. Vorher waren wir in der Koordinationsrolle. Zum Projekt selber. Das Projekt ist jetzt seit knapp 9 Jahren beim Berliner Fußballverband aktiv. Das behandelt grob 4 Bausteine, in dem es um die Arbeitsgemeinschaften an Schulen geht, wo auch wieder nur Mädchen dran teilnehmen sollen, genauso wie die Feriencamps, die wir dann in den Ferien anbieten, genauso wie die Turniere, die für Netzwerkschulen, aber auch für unsere Kooperationsschulen aus den Arbeitsgemeinschaften zum Beispiel bestehen. Und zu guter Letzt der Baustein der Qualifizierung, in dem es darum geht, die Mädchen, die vor allem aus diesem AG-Alter in den Grundschulen rauskommen, zu qualifizieren. Das heißt, den ersten Weg in die Lizenzierung zu machen, sei es durch den Junior Coach ab 15 Jahren oder dann auch durch die C-Lizenz oder auch B-Lizenz zu führen, um am Ende tatsächlich auf dem Platz auch mal die Seite zu tauschen und Trainerin zu werden. All das unter dem gleichen Aspekt wie von uns allen, Mädchen meist in jungen Jahren in einem geschützten Raum zum Fußballspielen zu bewegen. Immer mit dem Aspekt, klar, Berliner Fußballverband, da geht es um Fußball, aber vor allem die Bewegung an sich in diesem geschützten Raum steht bei uns immer besonders im Fokus. Besonders schön zu sehen, dass wir in so einer schönen Gruppe zusammen sind, in denen wir auch einige Kooperationen haben durch Footballo Girls mit Hannes, aber auch mit Safe Hub zum Beispiel. Wir sind nicht lokal an einem Ort gebunden, sind aber in Gesamt-Berlin zumindest an unseren Kooperationsschulen, weshalb wir da Einfluss haben und mit Safe Hub zum Beispiel auch in dem Moment kooperieren. Okay, spitze, dass es da auch eine Kooperation zwischen dem Berliner Fußballverband, dem Projekt Alle kicken mit und Safe Hub und beziehungsweise dem Girls Hub gibt. Natürlich sehr spannend. Darüber hinaus, für mich hört sich das in diesem Moment auch so an, dass sehr viele der Projekte andocken an Bildung, an Bildungseinrichtungen und dass da unter euch allen, die jetzt hier in dieser Diskussion seid, dass da auch natürlich eine Vernetzung passieren könnte. Frage ich mich natürlich an dieser Stelle, gibt es das eigentlich? Gibt es eine flächendeckende Vernetzung, die europaweit solche Vereine und Initiativen bündelt? Gerne einer von, also zum Beispiel Jana, könntest du mir sagen, ob du davon weißt? Tut mir leid, ehrlich gesagt war der Empfang gerade ein bisschen weg. Ich konnte nicht alles hören. Ich wiederhole nochmal. Gibt es eine Vernetzung unter den Initiativen, unter all euren Initiativen derzeit? Beziehungsweise ist das vielleicht eine erste Art und Weise, eine Plattform zu schaffen, um so eine Vernetzung herzustellen, um zum Beispiel Best Practices zu teilen oder gemeinsame Förderanträge auch zu schreiben, einfach mal so in den Raum gestellt. Gibt es so etwas? Jana, sorry, ich wollte jetzt nicht, wenn du gerade außen wolltest. Ja, also aus von unserer Seite sind wir darum bemüht, dass wir unsere, oder wir haben im letzten Jahr auch gerade während der Corona-Zeit natürlich überlegt, okay, wie können wir uns insgesamt auch noch breiter aufstellen, weil Kooperationen tragen ja immer dazu bei, dass man auch seine Ziele dann einfacher und besser erreicht. Und im Prinzip sind ja hier auch so viele, viele Best-Practice-Beispiele versammelt. Und ja, da haben wir uns überlegt, wir haben jetzt ein Konzept, das nennt sich Friends, das heißt, indem wir auch unsere Inhalte quasi mit anderen teilen möchten. Mit KickMit arbeiten wir da, also wir sind ja hier im Rahmen quasi schon eigentlich ganz gut vernetzt. Beispielsweise teilen wir unsere Qualifizierungshefte dann und haben die nach Österreich zu KickMit geschickt, sodass die an die Übungsleiter verteilt werden können. Und wir haben jetzt eine Online-Plattform gebaut, auf die auch alle dann hoffentlich zeitnah zugreifen können. Die ist also noch nicht gelauncht. Aber genau diesen Ansatz verfolgen wir halt, dass wir die Vernetzung innerhalb unserer einzelnen Projekte da vorantreiben. Und für uns ist es halt einfacher. Die Berliner sind halt auf, ich sage jetzt mal grundsätzlich auf den Berliner, also alle kicken mit, so fokussiert. Und wir haben ja die Möglichkeit, auch deutschlandweit zu arbeiten. Und deswegen versuchen wir da, Möglichkeiten zu schaffen und Angebote anzubieten.
Ja, ich stelle diese Frage natürlich auch im Rahmen dieser digitalen Gesellschaftskonferenz und den digitalen Mitteln, die es gibt. Von daher freut mich das natürlich zu hören, dass es da schon aktive Vernetzungen gibt, weil so kann man gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam über die Ziele sprechen und da auch gegebenenfalls, wie vorhin mal gesagt, zum Beispiel eine Förderung gemeinsam anstreben oder Best Practices teilen oder. Vielleicht von dieser bürokratischen Ebene aber mal runter und zu den eigentlichen Personen, die das Angebot ja auch annehmen sollen. Wie wird das Angebot angenommen und wo findet auch der Austausch statt? Ist da am meisten mit den Bildungsinstitutionen, wird da gesprochen oder findet der Austausch mit den Eltern statt oder ist er direkt mit den Mädchenspielerinnen? Diese Frage würde ich an Malis stellen und dann gerne reihum. Also für uns findet der Austausch mit den Schulen statt. Also in jedem Bundesland, wo wir vertreten sind, Kooperationsschulen oder andere Bildungseinrichtungen. Und dort suchen wir uns dann quasi eine Person, die eben unsere Ansprechpartnerin die ist, die Koordinatorin oder Koordinator vor Ort, und über die läuft dann die Kommunikation. Haben wir aus Erfahrung gelernt, dass das einfach einfacher ist für unsere Situation aktuell, anstatt mit den Schülerinnen direkt zu kommunizieren, weil da einfach viel Information untergeht und verschwindet auf diesem langen Weg. Ist aber, glaube ich, je nach Ziel oder je nachdem, was das Projekt erreichen will, unterschiedlich. Wir haben uns eben ausgemacht, dass wir kommen nicht aus dem organisierten Sport, das heißt, wir gehen in die Schulen, in die Bildungseinrichtungen, arbeiten quasi auch nicht zwanghaft mit Vereinen zusammen und spielen das eben über die Lehrerinnen, Direktorinnen, die Kinder tagtäglich sehen und versuchen, sie so zu erreichen. Spannend. Anna, vielleicht könntest du darauf eingehen, mit welchen Herausforderungen Girls Hub konfrontiert wird, wenn ihr auch in Bildungseinrichtungen geht. Ja, genau. Also wir gehen ja auch in Schulen, aber auch nicht nur in Bildungseinrichtungen, sondern wir versuchen natürlich auch mit anderen Jugendzentren oder jetzt mit Vereinen auch in Kontakt zu sein und ja darüber Mädchen, junge Frauen zu erreichen. Die Herausforderungen sind meistens, sage ich mal, eine gute Ansprechpartnerin zum Beispiel in der Schule erstmal zu finden, die erstmal selbst vom Projekt vielleicht auch begeistert ist. Weil also wir kontaktieren so alle möglichen Schulen im Bezirk Mitte, sage ich jetzt mal. Und dann ist da die Rückmeldung, ja, man muss schon immer dranbleiben, dass man überhaupt erstmal eine Rückmeldung bekommt oder dass dann die Bereitschaft ist, okay, kommt doch mal in die Schule und stellt das mal vor. Also da muss schon... Kommt halt immer darauf an, wen man anspricht. Und wenn die selbst sagen, oh ja, voll cool, dann stellt das doch mal gerne meinen Schülerinnen vor. Also da ist so ein bisschen die Herausforderung. Und dann, es ist aber eigentlich schon so, dass wenn man dann in die Schulen reingeht und dann auch mit den Schülerinnen spricht, ist es schon meistens erstmal so ein bisschen, Fußball, ja, habe ich noch nie gemacht. Oder Sport, nicht unbedingt. Aber dann ist schon auch die, also wenn man sie direkt anspricht und nicht direkt sagt, weiß ich nicht, also das ist jetzt Fußball und wir machen nur Fußball und sonst nichts anderes, sondern wir sagen zum Beispiel, ja, ihr könnt auch mitentscheiden, was wir machen. Wir können auch mal Basketball spielen gehen oder wir können mal zusammen, weiß nicht, Bowling spielen gehen oder sonst irgendwas. Also wir sind wirklich auch nicht nur auf den Fußball fokussiert, sondern können auch andere Sachen machen. Und vor allen Dingen auch wollen wir Richtung Berufsorientierung auch gehen. Und das zieht auch meistens ganz gut, wenn man jetzt, wir sind so in den 8. Klassen oder so unterwegs, die gerade so in dem Bereich auch sind, wo sie sagen, was will ich mal werden? Und dadurch kann man die dann schon auch gut catchen, dann auch über den Fußball zum Beispiel, dass man da gewisse Übungen und so macht, die dann Richtung Berufsorientierung gehen. Also da verknüpfen wir so ein bisschen den Sport mit anderen Sachen. Und ja, die Herausforderungen sind natürlich schon auch oft vielleicht dann mit den Eltern, die dann vielleicht auch nicht unbedingt, das heißt nicht wollen, dass die Kinder jetzt Fußball spielen, aber manchmal hat man natürlich schon gewisse kulturelle Vorbehalte vielleicht. Und da versuchen wir aber tatsächlich auch, die Eltern aktiv mit einzubeziehen und dann vor allen Dingen über die SchulsozialarbeiterInnen mit den Eltern auch in Kontakt zu kommen.
Pascal, nochmal der Bezug zum Schweizerischen Fußballverband, auf dem ja euer Projekt auch gehoben wurde. Inwieweit hat das Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der Initiative und des Projektes? Also für uns war es ein wichtiger Schritt, dass der Fußballverband Interesse hat an dem Ansatz und auch unterstützt hat, weil bei uns war die Herausforderung, also an Schulen haben wir über diese bestehende Struktur des freiwilligen Schulsportes, das national finanziert ist, weniger Probleme, sie zu gewinnen, um Mädchenfußballkurse anzubieten. Vor allem bei den Vereinen sind wir dann auf Herausforderungen gestoßen, dass die Vereine noch nicht so weit waren, einzusteigen und auch sich die Strukturen bei sich anzupassen, dass wenn die Mädchen bei ihnen Fußball spielen wollen, dass sie dann diese Strukturen haben und Mädchenteams dann anbieten. Also und da hat durch die Kooperation mit dem Fußballverband haben wir da die Vereine eigentlich schneller gewinnen können, damit einzusteigen, weil sie dann auch vom Verband Unterstützung erhielten, um an den Strukturen zu arbeiten. Und so konnten wir den Ansatz dann erfolgreicher umsetzen. Genau. Hannes, ich hätte nochmal speziell eine Frage an dich. Anhand eurer Vision ganz klar diesen Zugang gegenüber den Mädchen zu eröffnen. Was für Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, beziehungsweise wo siehst du letztlich dieses Potenzial, was aber noch auszuschöpfen ist? Naja, da muss man sich angucken, vor allem, wo wir arbeiten. Das sind meistens ja auch Stadtgebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf. Und dort kann ich das quasi, was die Vorrednerinnen gesagt haben, auch einfach nur unterstützen. Dort gibt es auch einfach keine, die Vereinsstruktur ist nicht so stark. Für uns braucht es zum Beispiel auch, ist ganz wichtig, dass es auch natürlich weibliche ÜbungsleiterInnen sind im Optimalfall und die sind halt auch nicht so einfach zu finden. Also wir haben über die Jahre auch mit großen Herausforderungen gekämpft, dass dann, um einen Kurs in der Schule zu leiten, brauchte man eine C-Lizenz beispielsweise. Und dann, wenn man dann sagt, ich möchte eine weibliche Leitung eines Kurses mit einer C-Lizenz, damit schließe ich erstmal automatisch 95% aus, weil natürlich da auch noch weniger im Lizenzierungsbereich getan wurde. Und so haben wir dann immer Schritt für Schritt diese Barrieren versucht aufzubrechen und gesagt, okay, bei uns geht es eher darum, die C-Lizenz ist erstmal gar nicht so wichtig. Wir arbeiten mit Schulen und Organisationen zusammen und wollen auch inhaltlich und die Trainerinnen dann natürlich unterstützen und ihnen ein unterstützendes Umfeld bieten, damit sie in diese Rolle auch reinwachsen können. Und deshalb sind das so mit Voraussetzungen, die wir einfach schaffen wollen, die es so vielleicht im organisierten Sport aktuell noch nicht gibt. Ich weiß nicht, ob du auf diese darauf hinausgezielt hast mit der Frage, aber. Also damit, da hast du es sogar sehr auf den Punkt getroffen, zu sagen, okay, was müssen für Angebote geschaffen werden? Auch jetzt nicht nur auf der Seite der Spielerinnen oder der Mädchen, der jungen Mädchen, die Lust haben, Fußball zu spielen, sondern auch ganz klar explizit das Potenzial, was wir noch haben, zu sagen, okay, wir wollen Trainerinnen ausbilden mit den Lizenzen, dass da halt ganz klare Angebote geschaffen werden. Und damit würde ich auch direkt schon mal zum Berliner Fußballverband die nächste Frage werfen wollen, inwiefern ihr anhand der Zahlen oder inwiefern die Angebote bei euch quasi geschaffen werden oder wie ihr selber quasi diesen Weg gegangen seid. Genau, also tatsächlich ist es so, dass wir ja grundsätzlich für alle Angebote haben und jetzt aber vor 3 Jahren das erste Mal diesen Pilot versucht haben mit dem DFB Junior Coach. Das ist sozusagen die erste Lizenzstufe, der dann eben nur für Mädchen angeboten wurde, damit eben da teilweise Barrieren, die vielleicht bestehen, abgebaut werden können und eben dann dieser geschützte Raum auch nochmal angeboten werden kann und eben dann darauf aufbauen, die C-Lizenz. Da hatten wir jetzt auch im vergangenen Jahr den Lehrgang, der tatsächlich auch nur für Frauen dann angeboten wurde, um da auch nochmal ja, die Hürden abzubauen. Also man kennt es vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen, dass man dann in einem Lehrgang sitzt und als von
30 TeilnehmerInnen dann eben nur 2 Frauen sind. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das jetzt auf jeden Fall mal umsetzen, damit eventuell auch wirklich die Ängste, die teilweise bestehen, reduziert werden und dann eben natürlich der Übergang vielleicht auch noch mal ein bisschen angenehmer gestaltet werden kann. Sehr schön. Ich glaube, das war auch nochmal einfach federführend dafür zu sehen, inwiefern die Problematik ganz klar da ist, dass wir diese Angebote speziell, ne, was ihr jetzt auch vom Berliner Fußballverband ganz klar sagt, okay, hier Angebote zu schaffen, wirklich nur für den Frauenbereich, dass das ja auch ein Anfang dafür ist, das auch breiter zu fächern, um diese große Kluft, die wir einfach haben, Step by Step wieder zu verringern. Was mich da auch nochmal interessieren würde in Österreich, wie da rein die Strukturen sind, was diese Förderungspotenziale angehen, ob die genutzt werden, ob noch viel Potenzial da ist, wie da quasi der Standard, der Status gerade ist. Ja, also auch basierend auf dem, was der Hannes angesprochen hat, mit qualifizierten weiblichen Führungs- oder Übungsleiterinnen, die man eben auch einsetzen kann, da hatten wir auch am Anfang Probleme und haben dann eben die Kooperation mit dem ÖFB, also dem Österreichischen Fußballbund, sind eingegangen und haben quasi einen Übungsleiterkurs erschaffen, eine Ausbildung für unsere Übungsleiterinnen, um uns auch abzusichern, dass wir sagen, okay, wir wissen, wie die ausgebildet sind, die haben eine Ausbildung durchlaufen und damit können wir sie mit ruhigem Gewissen in die Schulen schicken. Das machen wir quasi jährlich mit dem ÖFB, halt Fußball mit sozialen pädagogischen Schwerpunkt, also wo wir Fußball mit dem Fokus auf Mädchenfußball ihnen erklären und andererseits aber auch, wie kann ich die pädagogischen Inhalte in den Leitungen mitnehmen, was ja auch extrem vorkommt in unserem Klientel. Ansonsten die Strukturen. Es gibt natürlich auch eine extreme Kluft zwischen weiblichen und männlichen Trainerinnen oder Personen in Lizenzen und Führungspositionen in Österreich. Das ist, glaube ich, kein Unterschied zu Deutschland. Man merkt schon, dass in den letzten Jahren ein bisschen was weiterentwickelt wurde und immer wieder Ansätze da sind. Also es gibt jetzt immer wieder bei einzelnen Fußballverbänden in einzelnen Bundesländern Kurse, die rein weiblich besetzt sind und nur für Frauen ausgeschrieben sind, um eben diese Barriere zu umgehen. Okay, wir starten einen Kurs, wo 80% männlich besetzt ist und nur 2% oder 20% weiblich, weil sich da dann einfach viele nicht trauen, da hinzugehen oder das auszuprobieren, obwohl sie es gerne würden. Würde mich dann auch direkt nochmal interessieren, Pascal, in Zürich, beziehungsweise gerade durch die Kooperation oder mit der Integration des Programms im Schweizer Fußballverband, wie da der Stand ist. Also Initiativen sind schon länger im Gang. Ich weiß auch von regionalen Fußballverbänden, die Übungsleitungskurse für Frauen anbieten. Jetzt in Bezug auf diesen Mädchenförderungsansatz, den wir jetzt erprobt haben und der Fußballverband integriert hat, das ist ganz am Anfang. Wir haben jetzt letzten Herbst quasi die Übergabe gemacht und jetzt aufgrund Corona gibt es da auch ein bisschen Verzögerungen beim Verband bei der Umsetzung. Eigentlich war geplant, jetzt auf diesen Frühling das zu starten und die regionalen Verbände zu gewinnen, auf diese Art und Weise Mädchenfußball zu fördern. Aber das ist jetzt doch ein bisschen, also das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, weil von Bandseite aufgrund der aktuellen Situation Kurzarbeit da ist. Also das wird vielleicht dann erst Herbst werden. Also von dem her kann ich jetzt mehr rückblickend berichten, was wir jetzt in dieser Erprobung für Erkenntnisse gesammelt haben und wie es genau dann umgesetzt wird vom Verband, das ist noch alles erstmal angeplant, aber noch nicht gestartet. Und wie wir auch gestern als große Erkenntnis rausnehmen konnten aus dem ersten Tag,
Gibt es eine teilweise fehlende Sichtbarkeit von Frauen im Fußball und auch von den verschiedenen Initiativen? Da gerne nochmal einen Eindruck, wie, es wurde ja auch schon das Thema Selbstbewusstsein angesprochen, aber wie Sichtbarkeit geschaffen wird, wie Vorbilder auch eingesetzt werden und wie das insgesamt zu einem Selbstbewusstsein führen kann. Vielleicht da erstmal von Anna Winkler vom Safe Hub, wie da Sichtbarkeit geschaffen wird. Ja, wir wollen auf jeden Fall auch mit unseren Teilnehmerinnen natürlich weibliche Vorbilder geben und zeigen. Und ein starker Part unseres Projekts ist auch, dass wir speziell versuchen, mit Frauen aus dem Fußball, aus dem Sport, aber auch aus anderen Berufsfeldern in Kontakt zu kommen und dann die zusammen mit den Teilnehmerinnen auch zu bringen, um da Austausch zu schaffen. Also eine Komponente, die wir auch anstreben, ist, dass wir tatsächlich halt Fußballerinnen einladen oder auch Frauen aus dem Sport, die sich dann speziell mit den Teilnehmerinnen auch austauschen können, dass die erstmal auch die Perspektive aufgezeigt bekommen, so von wegen, ja, ich kann auch im Fußball erfolgreich sein oder Fußballfeld kann ein Berufswunsch für mich sein zum Beispiel. Und da wollen wir auf jeden Fall auch eben diese Vorbilder schaffen und diese Sichtbarkeit, dass sich auch die Teilnehmerinnen von uns, ja, dass sie auch sehen, dass sie repräsentiert sind oder repräsentiert sein können, um dann auch selbst diese Träume anzugehen, wenn sie haben. Hannes, wie macht ihr das mit Footballo Girls, dass da das Selbstbewusstsein der Mädchen gestärkt wird? Da würde ich auch sagen, also zum Beispiel, wenn wir haben auch natürlich versuchen auch mit Promis oder ehemaligen ProfisportlerInnen öffentlichkeitswirksame Arbeit zu machen. Da geht es aber tatsächlich wirklich um die Sichtbarkeit nach außen und weniger um die Kinder. Also zum Beispiel ist Nia Künzer, die ja gestern auch bei euch war, die ist Botschafterin bei uns und nächste Woche Donnerstag, Freitag findet auch ein digitaler Workshop mit Jugendlichen statt, wo wir uns zu Themen Diskriminierung im Fußball austauschen. Und das ist dann aber natürlich eher was für die, also es ist auch ein Riesenvorbild, aber für die Kinder ist es besonders dann schön, wenn auch aus dem direkten Umfeld junge Frauen als Vorbilder auftreten. Deswegen versuchen wir auch Jugendliche zu qualifizieren und auch direkt in die Schulen zu gehen und auch den Jugendlichen das Know-how oder erstmal die Motivation mitzugeben. Hey, geht doch, seid mal Vorbilder, übernehmt mal kleine Kleinigkeiten und die Kinder werden es dankend annehmen, weil für 6- bis 10-jährige Kinder, wenn da dann eine 16-Jährige eine Übung vormacht, das ist dann häufig noch viel cooler, als wenn das eine Erwachsene macht. Ne? Und insofern ist das dann auch für uns noch so ein Zwischenstep, der ganz, ganz wichtig ist. Deshalb heißt dieses der Programmpunkt bei uns auch Inspire Workshop für die Jugendlichen. Auch nochmal eine ganz wichtige Thematik, die du da aufgreifst, aufgrund dessen, dass ich glaube, dieses Bewusstsein einfach auch von den aktiven Athleten und Athletinnen einfach nochmal unterstützt werden müssen von den Vereinen, von den Verbänden, dass man wirklich diese Vorbildfunktion, sei es, dass man Schulbesuche macht, dass man mal Kooperation mit Klassen, sei es, ich mache ein Training vor, Trainingsinhalte einfach sichtbar zu gestalten mit den Kids, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Thematik, die vielen noch gar nicht so bewusst ist, wo wir noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Würde ich auch nochmal direkt auf den Berliner Fußballverband nochmal zurückgreifen. Inwiefern habt ihr da gewisse Kooperationen? Was ist da der Stand? Oder wie sehr ist das auch mit in dem Strategieumsetzungsplan mit eingebunden? Genau, also Kooperationen, ja. Wir kooperieren halt auch ganz normal mit Schulen, Vereinen. Aber was wir immer ganz gut nutzen, ist zum Beispiel jetzt an Schulen, um da nochmal ein bisschen aufmerksam drauf zu machen. Bei uns heißt das Hofpausenkick. Das ist zum Beispiel ein Angebot, wo wir an einem bestimmten Tag explizit zu einer Schule gehen. Muss auch noch keine Kooperationsschule sein, sondern einfach da mal eben ein Feld abstecken und eben dann für die Hofpause nur die Mädchen auf dem Platz lassen. Die Jungs stehen dann immer jubelnd an der Seite und freuen sich, dass die Mädchen mal spielen, lassen sie aber für gewöhnlich sonst nicht mitspielen. Also auch immer ganz spannend. Genau, und da versuchen wir dann auch teilweise
im Anschluss hatten wir sogar erst vergangenes Jahr, dass wir da eine komplette Sportstunde machen durften im Rahmen dieses Hochfolgenkicks und versuchen dann dadurch eben auch nochmal diese Aufmerksamkeit und die Sichtbarkeit zu steigern und Kooperationen an sich. Es gibt teilweise den Tag des Mädchenfußballs, der dann gemeinsam mit einem Verein absolviert werden kann. Und das ist wie ein ziemlich großes Event. Und ja, da werden dann alle eingeladen, ob Vereinsfußballerinnen oder eben FreizeitfußballerInnen. Genau, und dann veranstalten wir das mit vielen schönen Aktivitäten und schließen das dann immer mit hoffentlich einigen Vereinsübergängen ab. Vielleicht da vielleicht noch etwas dazu. Thema Kooperation bei uns im Projekt. Wir haben ja die ganzen Kooperationsvereine, die mit uns ja die Übungsleitungen an die AG schicken. Ich kann mich zum Beispiel an eine Stelle erinnern, wo diese Kooperation Wunder bewirkt hat. Das war tatsächlich mit dem Moabiter FSV bei uns in Moabit an einer Kooperationsschule. Da war bei einem Turnier, wo um die 40, 50 Mädchen die ganze Zeit gespielt haben, zum Abschluss noch die Mannschaft der E-Jugend des Moabiter FSV vor Ort alle im Trikot angezogen und hatten sich hingestellt, haben die Mädchen angeguckt und noch ins Mikrofon gesprochen, wie schön sie es fanden, die Mädchen Fußball spielen zu sehen, dass sie es alles toll gemacht haben und sie sich freuen, sie zukünftig im Verein vielleicht mal wiederzusehen. Das ist halt so eine Art Musterkooperation auch, die vielleicht ein bisschen noch tiefer in diese Materie geht, dass wir auch mit all unseren Kooperationsvereinen zum Beispiel, dass wir sehr, sehr stark darauf angewiesen sind, dass auch von ihnen dieses Interesse besteht, da Mädchen vielleicht auch in den Verein zu gewinnen und auf die wir sehr, sehr stark bauen, um unsere Vision, mehr Mädchen in den Fußballverein zu bekommen oder auch für den Fußball zu interessieren, dann zu erfüllen. Tabea, wie war das eigentlich bei dir? Welche Vorbilder hattest du? Na, ich muss da ganz ehrlich sein, ich hatte männliche Vorbilder, weil von Seiten der Frauen gar nicht so der Frauenfußball gar nicht der Bezug dazu war, weil es halt einfach auf dem Pausenkick war ich das einzige Mädchen, habe mit die Jungs gekickt und dementsprechend irgendwie nur viel später halt mit dem, dass ich dann wirklich leistungsorientierten Fußball gespielt habe, halt in der Mädchenmannschaft war und dann in den Frauenbereich gekommen bin. Deswegen, das ist halt genau die Sache, dass wir diese Plattform so gar nicht schaffen und auch diese Vorbildfunktion bei uns Frauen gar nicht so da sind. Also ich persönlich erlebe das immer wieder auch. Ich meine auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft, sei es jetzt auch gerade im Fußball, man ist sich das selber gar nicht so bewusst. Für mich ist es eine reine Leidenschaft gewesen, aber dass man dafür damit so viel bewirken kann, in so eine Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen muss, sollte. Man muss natürlich in irgendeiner Weise auch ein Typ dafür sein. Man sollte jetzt nicht jemanden total Introvertierten dazu zwingen, jetzt in die Masse reinzugehen. Aber ich glaube, das sind wirklich die Aspekte, wo Förderungspotenzial da ist, wo man wirklich, ne, wie auch jetzt, wie ihr das im Kreise auch betont habt, in der Diskussion zu sagen, wir schaffen hier Angebote, wir kooperieren mit größeren Vereinen, um diese Plattformen oder um die Möglichkeiten erstmal nach oben zu stecken, um dann auch im breiten Feld das Angebot für uns Frauen zu schaffen. Und da sieht man ja jetzt auch, ne, innerhalb dieser Diskussion, was für eine Man- und Woman-Power da ist, was bewirken zu wollen. Es muss aber auch ganz klar auch der Appell auch aufgenommen werden. Weil letztlich ist es halt, das Förderungspotenzial auch einfach ganz klar muss signalisiert werden von großen Verbänden, von großen Vereinen, solche sozialen Projekte aufzunehmen, weil das ist schlichtweg, das ist Fußball. Ja, danke für die Einsicht. Mich würde es nochmal interessieren, ganz konkret über Herausforderungen in den jeweiligen Projekten zu sprechen. Vielleicht starten wir da mit Anna. Wir hatten das ganz kurz in der Einleitung auch angesprochen. Du bist mit dem Projekt Girls Hop verankert im Wedding-Bezirk. Das ist, wie vorhin gesagt, auch eines der migrationsreichsten Bezirke. Auf welche kulturellen Herausforderungen triffst du dort? Ja, wie, glaube ich, vorhin auch schon mal ein bisschen gesagt, also es ist halt schon so, dass viele vielleicht, es muss, glaube ich, gar nicht unbedingt kulturell sein, aber einfach, dass man halt Fußball so ein bisschen noch trotzdem als
sogenannte Männerdomäne immer noch ansieht. Und ich glaube, gerade bei in diesen Bezirken ist es schon auch noch so, dass, ja, dass da gewisse Vorbehalte einfach auch noch sind, wie gestern Tuba zum Beispiel auch gesagt hat, die ja auch mit den Scoring Girls da auch gewisse Herausforderungen trifft bei den Eltern dann. Das haben wir natürlich auch. Und auch so ein bisschen, was jetzt durch Corona kam, was halt, wir haben ja letztes Jahr mit dem Projekt gestartet und dann ging es in den Lockdown. Und es war für uns eine Riesenherausforderung, weil wir in dem Digitalen auch die, ja, gar nicht mehr die Teilnehmerin so direkt erreichen konnten. Also es war ein bisschen schwierig. Und da merken wir einfach, dass dieser persönliche Austausch total wichtig ist und das Projekt auch davon einfach lebt. Und wenn der wegfällt, ist es ein bisschen schwierig, dann, wir haben zwar digitale Angebote geschaffen, aber da ist ein bisschen schwierig, dann die Teilnehmerinnen auch zu halten. Und deswegen sind wir jetzt auch erstmal wieder froh, dass es jetzt wieder auch auf den Fußballplatz gehen kann und dass wir mit denen im direkten Kontakt auch sind. Genau, aber ich glaube schon, dass es durch die Begegnung und durch den Austausch können gewisse Herausforderungen auch ja, gelöst werden. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass die Eltern einfach eine Ansprechpartnerin zum Beispiel auch haben oder dass man auch auf die Eltern direkt zugeht und sie auch mit einbindet und ihnen vielleicht auch mal ein bisschen die einlädt, zum Beispiel zu einem Training, dass sie das sich mal anschauen. Und viele Eltern sind trotzdem dann auch, wenn dann die Teilnehmerinnen am Projekt teilgenommen haben oder teilnehmen, sie merken, was es mit ihren Töchtern vielleicht auch macht. Die werden selbstbewusster, haben vielleicht ein Ziel vor Augen, dass sie jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, Fußballspielerin werden wollen oder aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, Medizin studieren oder so. Und dann sind die in der Schule viel motivierter. Und dann macht es natürlich auch was bei den Eltern. Und dann finden sie es auch wieder gut, dass sie jetzt im Projekt sind und unterstützen sie auch. Also das ist immer so ein bisschen, ich glaube, Begegnung und Austausch kann da auch viele Vorbehalte reduzieren und auch abbauen. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man da einfach in den Austausch auch mit den Eltern geht und sie mit einbezieht, die ja vielleicht Ängste auch ernst nimmt und darauf eingeht. Und dadurch kann man, glaube ich, auch viel schaffen, ja. Ja, scheint auch, wenn mit vielen Klischees auch oder gegen die Klischees gearbeitet werden muss. Mit der Aussage, gerne den Blick nach Wien. Marlies, wie macht ihr das? Mit Kick mit, das ist ein Projekt, wo junge Mädchen mit erschwerten Ausgangssituationen über den Fußball gestärkt werden. Wie steht ihr da im Austausch mit Eltern, die vielleicht nicht so offen dafür sind, dass ihre Mädchen auf dem Feld spielen? Ich sage das auch deswegen so, weil ich vorhin noch ein Gespräch hatte mit einer Person, die total veraltete Vorstellungen vom Fußball hatte und ich selbst total erstaunt war, dass das noch so der Fall ist. Deswegen interessiert mich das, wie ihr da ganz aktiv gegengeht, weil ja, das ist gar nicht so leicht, das in einem kurzen Gespräch mal aufzuklären, sondern ich glaube, da muss echt richtig intensiv Bewusstsein für geschaffen werden, dass Fußball, Mädchenfußball total fein ist und total geil auch irgendwo ist. Und deswegen würde mich das sehr interessieren, Marlies, wie ihr da beispielsweise vorgeht. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was man sich bewusst sein muss, dass das ein Problem ist oder eine Hürde ist. Wie Anna vorher gesagt hat, sind wir jetzt nicht, wir bringen nicht mit Zwang durch, dass man rund um die Uhr Fußball spielen muss bei uns. Also man kann ja auch andere Ballsportarten oder andere Bewegungen machen, die dann sonst Verletzungen haben und. Damit kann man allein schon Personen locken, weil gerade aus anderen religiösen Hintergründen oder so ist gerade die Ballsportart Fußball, die sehr generell noch sehr männerdominant und besetzt ist, so ein bisschen schon ein Abschrecken. Wenn es dann noch mit einem Ball ist, der mit einer hohen Geschwindigkeit geschossen wird, herumfliegt, haben viele Mädchen Angst, weil sie es einfach nicht gewohnt sind oder damit aufgewachsen sind. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, wir sind in den Schulen, nach dem Pflichtunterricht in quasi ihrer Lernphase oder in Österreich gibt es ja diese Ganztagsschulen, wo sie einfach in ihrer Freiphase dann gemeinsam in den Turnsaal kommen, haben wir oft gar nicht den direkten Kontakt mit den Eltern. Also das läuft wirklich bei uns fast überwiegend über die Schulen. Das ist, also wir bewerben das Projekt ganz normal, teilen dann Anmeldezettel aus
Und bei vielen ist es den Eltern dann teilweise schon bewusst, aber es macht für sie keinen Unterschied, ob die Mädchen jetzt mit den Burschen im Hof draußen was spielen oder dann mit uns im Turnsaal sind und halt auch spielen. Und dass die Mädchen so freut und das einfach eine Kommunikation ist, eine ist voll begeistert vom Schnuppertraining dabei und zieht dann halt gleich alle ihre Freundinnen mit, hat man da gar nicht dieses Problem, weil die Eltern müssen sich quasi nicht darum kümmern, dass sie abgeholt werden und wohin transportiert werden. Also es ist wirklich in der Schule, sie haben keinen Mehraufwand. Und damit haben wir uns sind wir dem ein bisschen umgangen. Wenn es dann natürlich darum geht, dass wir bei externen Turnieren teilnehmen wollen oder sie mal dazu bringen wollen, dass sie Spielerfahrung sammeln, da haben wir dann eben dieses Problem, wie funktioniert das? Ist der Support der Eltern da? Das merkt man dann ganz stark. Kümmern sich die Eltern darum, dass sie pünktlich irgendwo sind zum Treffpunkt und dann wohin gebracht werden? Haben sie alle ihre Sachen mit? Angefangen von Trinkflasche, Sportschuhe oder auch einfach nur ein Leiberl oder so. Da merken wir eher so noch die Probleme. Ja. Aber da, auch da versuchen wir regelmäßig Lösungen zu finden. Okay. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, bevor es übergeht in die in den Diskussionsteil mit oder in den Q&A-Teil. Tabea, hast du noch eine ganz konkrete Frage an die Runde? Vielleicht nochmal so eine Abschlussfrage? Ich glaube, mein Schwerpunkt ist immer, oder was ich als sehr wichtig empfinde, ich glaube, was uns ja alle auch irgendwie bewegt, ist, inwiefern haben wir überhaupt die Rahmenbedingungen, inwiefern ist da überhaupt von den großen Verbänden der Support, über was für eine Plattform, was für Chancen haben wir, was für Potenziale. Und ich glaube, mit der Zusammenfassung mehr oder weniger, jetzt auch aus dieser Diskussion ganz klar, dieses Engagement von vielen, ja auch teils ehrenamtlich Positionen, dieses Engagement, weil man halt dieses Potenzial sieht von Fußball, was Fußball eigentlich für eine Macht hat in der Gesellschaft, aber auch Menschen zusammenzubringen, sei es fernab von jeglichen Kulturen und Herkünften. Es geht um Fußball und es ist einfach schön zu sehen, mit wie viel Power so viel möglich ist. Nur wir haben halt diesen nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Dementsprechend muss aber auch der Impuls von ganz oben kommen. Und vielleicht damit dann einläutend die letzte Fragerunde. Was ist ganz konkret für jeden von euch, jede von euch, der nächste Schritt? Wie geht es in euren Projekten weiter? Wo braucht ihr Support? Wie können die Personen, die jetzt auch zuhören, euch gegebenenfalls unterstützen? Ich würde sagen, wir starten mit Hannes Tetz, Footballo Girls. Was ist der nächste Schritt? Ja, also wir haben uns vor allem im letzten Jahr damit beschäftigt, weil wir funktionierende Stadtteilprojekte haben. Wie schaffen wir es eigentlich größer zu werden? Also unsere Expertise auch in noch mehr Stadtteile zu bekommen, dass noch mehr Mädchen auch davon profitieren und haben uns da konzeptionell weiterentwickelt. Was es aber insgesamt braucht, und da würde ich auch, ja, auch anschließen, ist natürlich strukturelle Unterstützung, das heißt, eine Trainerin zu suchen, Events zu organisieren. Das kann man nicht auf die Vereine lokal abschieben, sondern da braucht es halt solche privaten Initiativen, wie wir es alle hier sind. Und dafür braucht man auch Unterstützung. Und das ist natürlich vor allem Personal, das es dann auch braucht, koordinierende Personen. Und da ist mein Appell natürlich an Verband, auch an Privatpersonen, Organisationen, Stiftungen, das ist für uns natürlich der nächste Schritt, um da noch mehr zu erreichen, brauchen wir in dieser Hinsicht noch mehr Unterstützung. Wie sieht es aus beim Berliner Fußballverband? Was ist bei euch der nächste Schritt? Natürlich müssen wir uns erst aus der ganzen Corona-Sache noch ein bisschen erholen. Erfreulicherweise konnten wir sehr viele Module wieder bei uns ins Leben rufen. Digitale Qualifizierungsmaßnahmen einbetten, genauso wie Arbeitsgemeinschaften wieder stattfinden können. Teilweise Feriencamps, die grundsätzlich auch erstmal terminiert sind, inwiefern sie stattfinden können und unter welchen Bedingungen, sehen wir dann erst noch. Tatsächlich geht es bei uns aber jetzt vor allem darum, dass wir
nicht noch mehr wachsen. Wir haben eine Menge Arbeitsgemeinschaften. Wir wollen aber mehr Arbeitsgemeinschaften haben, bei denen wir eine höhere Quote an Vereinsüberführungen tatsächlich haben, damit wir am Ende auch wirklich sagen können, wir haben so und so viele Mädchen geholfen, in den Verein zu kommen, in den organisierten Sport. Und da wollen wir ansetzen, indem wir an die Eltern direkt rantreten, mit Elternbriefen, aber auch durch verschiedene Bewegungstouren, damit sie jetzt aus der Corona-Pandemie auch auf jeden Fall gesund irgendwie wieder in die Bewegung kommen können. Und all solche Sachen sind gerade die Ansätze, an denen wir arbeiten und sobald Corona es auch zulässt ein wenig, noch ein bisschen direkter einstreuen können in unsere ganzen Schulen. Und wie sieht die Zukunft des Frauenfußballs aus schweizerischer Perspektive aus? Wie geht es dort jetzt auch nach der Pandemie oder ja, nach Lockerungen bei euch aus? Wie sieht es da aus? Also, es ist auch schwierig jetzt vorauszusagen, nämlich ich habe das Projekt und wir haben Verein haben das Projekt jetzt wie abgegeben und da ist jetzt der Verband jetzt in der Verantwortung und ich hoffe, dass sie das jetzt ja in die Umsetzung gehen und möglichst viele regionale Verbände gewinnen, auf diesem Ansatz zu arbeiten oder nach diesem Ansatz zu arbeiten und Vereine und Schulen zu animieren, in der Kooperation solche Mädchenfußballkurse aufzubauen. Von unserer Seite, vom Verein, haben wir aus unserer Sicht unser Möglichstes getan und werden uns nächsten Monat auflösen. Unsere Projekte haben wir weitergegeben und für uns alle im Vorstand ist die Zeit gekommen, ja, hier loszulassen und unsere eigenen oder eigenen Weg wieder weiter zu folgen ohne diesen Verein. Ich persönlich bin in dieser Zwischenzeit bin ein bisschen die Seite gewechselt, bin jetzt im Bildungsbereich tätig, in der pädagogischen Hochschule und versuche jetzt auf dieser Seite, dieser Ebene Schulen zu unterstützen, in Richtung Bildungslandschaft zu gehen, dass sie in ihrer Gemeinde, in ihrer Stadtquartier Kooperationen mit Vereinen aufbauen und sie dort auch unterstützen, dass auch Fußballvereine so offene Türen von Seiten Schulen erhalten, um Angebote für Mädchen aufzubauen. Okay, toi 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 damit. An Anna von Girls Hub, wie sehen die nächsten Schritte bei euch aus? Bei uns erstmal so, dass wir das Projekt natürlich erstmal wieder restarten wollen nach dem ganzen Lockdown. Wir haben auch jetzt für die Sommerferien sind wir gerade noch ein bisschen in der Planung, auch so ein kleines Ferienprogramm zu machen, um nochmal kompakt ein Programm zu haben, um auch wieder neue Teilnehmerinnen zu gewinnen. Und nach den Ferien haben wir jetzt nochmal zwei neue Kooperationen mit Grundschulen, werden da zwei neue Mädchenfußball-AGs starten. Und genau, wir haben einfach die Zeit auch genutzt, um uns ja inhaltlich programmatisch weiterzuentwickeln und neue Kooperationen auf die Beine zu stellen. Und ja, wir sind auf jeden Fall offen für, wenn jemand Vorbild ist, sein will, bei uns sich zu melden, gerne mit den Teilnehmerinnen dann in Kontakt zu sein, wie auch immer. Und natürlich auch, wie Hannes gesagt hat, ist natürlich auch was Fördermittel, ist immer eine Herausforderung. Und ja, aber wir blicken da positiv auf jeden Fall in die Zukunft. Du hast nochmal das Wort Investitionen und Fördermittel angesprochen. Marlies, ist das bei dir auch ein Thema? Und gerne auch dein Schlusswort, wie es bei euch in Wien weitergeht. Auf die letzte Frage jetzt zu kommen, Fördermittel, natürlich, da wir ein Non-Profit-Verein sind, und aber auch darauf achten, quasi alle Mitarbeiterinnen trotzdem zu entgelten und niemanden quasi auszunutzen, eben gerade vor allem junge Frauen, denen wir quasi diesen Einstieg in die Berufswelt auch geben wollen, sie da quasi nicht also auch zu entgelten und sie da zu unterstützen und wirklich wertzuschätzen, welche Arbeit sie leisten, was sie tun. Dafür braucht man natürlich Geld. In der heutigen Zeit, da sind wir aber relativ gut aufgestellt, was Sponsoren und Fördermittel betrifft. Man kann natürlich nie zu viel haben, aber ja, es braucht generell, glaube ich, auch einfach eine Vernetzung auch auf
andere Bundesländer gesehen. Also ich glaube, man kann da nie genug Angebot setzen in die Richtung. Vor allem eben natürlich auch, was unser Slogan betrifft, von Mädchen für Mädchen, wirklich frauenwerbliche Personen, die dafür einstehen, die das mit Herzblut machen und sowas weiterbringen wollen. Und ja, ansonsten ist unser nächster Schritt natürlich auch, dass wir uns sehr freuen, wieder mit den Mädchen aktiv und direkt in Verbindung zu treten. Ja. Dem habe ich soweit eigentlich gar nicht groß was hinzuzufügen. Ich glaube einfach nur, dass das jetzt, um das mal zusammenzufassen, die Wichtigkeit einfach nochmal darstellt, um dieses Engagement, was ihr auch, was die Schwierigkeit dieser Fördermittel, solche sozialen Projekte auch weiter zu beleben, größer werden zu lassen. Und einfach diese Power, die wir mitbringen, die mitgebracht wird, einfach auch irgendwie honoriert werden muss. Ne? Und das ist ja genau diese Gap, diese Kluft, die wir haben und wo wir dieses Potenzial einfach wissen müssen auszuschöpfen, aber das auch nur gemeinsam schaffen können. Genau. Hinzuzufügen hätte ich sonst noch, dass es genau solche unabhängige Foren bedarf, wie so einer Female Football Academy, um da einfach Vernetzungsmöglichkeiten herzustellen, sich über Best Practices, aber auch gegebenenfalls über Worst Practices auszutauschen und sich da gegenseitig zu stärken und die Diskussion gemeinsam weiterzuführen und dann vom Reden ins Handeln zu kommen, wie alle Beteiligten das hier in dieser Diskussion auch wunderbar getan haben. Danke an dieser Stelle an alle von euch. Herzlichen Dank.